Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Verkehrsrevolution. Oder warum hat die Verkehrswende bisher nicht stattgefunden? Mein Name ist Martin Scheidt, ich bin Doktorand an der TU Braunschweig und promoviere dort im Bereich Verkehrsinfrastruktur und konkret am Institut für Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung. Mein Thema geht heute darum, euch zu ermöglichen, in dem großen Feld der Verkehrswissenschaft mitdiskutieren zu können. Und dafür möchte ich euch quasi einen Überblick schaffen über diesen Bereich. Dazu möchte ich mit euch Begriffe durchgehen. Ich möchte euch den aktuellen Status mit ein paar Daten im Verkehr zeigen. Ich möchte euch Phänomene erklären, die man im Verkehr beobachten kann. Und euch am Ende noch Ideen mitgeben, was wir tun können. Dazu müssen wir uns erstmal konkret mit der Verkehrswende beschäftigen. Die Verkehrswende meint eine Veränderung des Verkehrs, dahingehend Schäden an Menschen und Umwelt deutlich zu reduzieren. Starten wir die Rakete. Ich werde mit euch drei Begriffe durchgehen. Das ist einmal der Transport, der Verkehr und die Mobilität. Zunächst zum Transport. Transportarten sind Personen, Güter und Informationen. Bei der Information gab es einen Wandel über die Zeit. Es gab so eine Art Entstofflichung der Informationen. Das heißt, Informationen werden heutzutage nicht mehr zwangsläufig wirklich physisch transportiert. Früher gab es natürlich Postboten, die Briefe transportiert haben. Die gibt es zum Teil immer noch, aber der Großteil der Informationen findet inzwischen auf digitalen Wege statt und muss daher nicht mehr zwangsläufig mit physischen Mitteln transportiert werden. Das ist natürlich bei Personen und Gütern noch nicht passiert und das ist auch auf absehbare Zeit eigentlich nicht zu erwarten. Wenn jetzt mehrere Transporte zusammenkommen, nennt man die Summe daraus, die nennt man dann Verkehr. Und es gibt verschiedene Modi, mit denen man den Transport durchführen kann. Man kann es zu Fuß machen, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit den Öffis, mit dem Flugzeug oder mit einem Schiff. Entsprechend bezeichnet man dann die Modi nach dem Hauptverkehrsmittel. Das heißt Fußverkehr, Radverkehr, motorisierten Individualverkehr, ÖPNV oder auch öffentlicher Personennahverkehr. Es gibt natürlich auch den öffentlichen Personenfernverkehr. Es gibt den Luftverkehr und den Wasserverkehr. Es gibt im Wesentlichen zwei große Pole, die man in der Verkehrswende wissen sollte. Das ist einmal der Individualverkehr und der öffentliche Verkehr. Der Individualverkehr kann man quasi selbstständig bestimmen, wann man fährt und wie man fährt. Das ist beim öffentlichen Verkehr, der in der Regel durch eine öffentliche Hand bestellt wurde, nicht so. Das ist zum Beispiel auch beim Luftverkehr nicht so. Das heißt, wir können nur Individualverkehr im Luftverkehr machen, wenn wir ein Charterflugzeug haben, das nur für uns fliegt. Und dasselbe gilt natürlich im Wasserverkehr, zum Beispiel bei Fähren. Das ist die eine Unterteilung. Es gibt auch noch die Unterteilung zum Umweltverbund, wobei dem kein konkreter Verbund gegenübersteht. Der Umweltverbund ist der Fußverkehr, Radverkehr und der öffentliche Verkehr. Der Umweltverbund ist das, was man in der Regel in der Verkehrswende versuchen möchte auszubauen. Was man beim Verkehr auch noch betrachtet, sind sogenannte Reiseketten. Der ist nämlich im Umweltverbund, kann der durchaus schwerer sein als zum Beispiel beim klassischen motorisierten Individualverkehr. Eine Reisekette ist zum Beispiel, wenn ihr mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahrt, dort dann den Zug nehmt und an dem Ort, in dem ihr angekommen seid, dann zum Beispiel mit dem Bus oder mit der Straßenbahn weiterfahrt. Das Ganze von Haustür zu Haustür nennt man dann die komplexe Reisekette. Kommen wir zur Mobilität. Die Mobilität selber beschäftigt sich eigentlich gar nicht, wie wir den Verkehr durchführen, sondern warum. Das heißt, Verkehr selber ist nur ein Mittel zum Zweck und hier in der Mobilität sind die Zwecke im Vordergrund. Wir unterscheiden in der Regel fünf Daseinsgrundfunktionen, wobei man den Verkehrszwecken noch etwas weiter unterteilen kann, aber dazu komme ich später noch. Und
in dieser Daseinsgrundfunktion geht es darum, dass man diese natürlich erfüllen möchte. Und das ist das, was Mobilität tut. Mobilität ermöglicht uns zu bewegen, und dafür braucht man natürlich die Bereitschaft, uns auch bewegen zu können. In dieser Grafik wären die Pfeile zum Beispiel der konkrete Transport. Also wenn ihr zum Beispiel zu Hause wohnt und ihr wollt zur Ausbildung oder ihr wollt einkaufen gehen oder ihr wollt arbeiten gehen, dann müsst ihr das natürlich mit dem Transport zurücklegen, diesen Weg. Und dass ihr das aber tut, also oder beziehungsweise dass ihr die Möglichkeit dazu habt, das ist das, was in der Mobilität ausgedrückt wird. Stellt euch zum Beispiel ältere Menschen auf dem Land vor, die einkaufen gehen wollen, die haben natürlich dadurch eine deutlich geringere Mobilität, als wenn man in einer Innenstadt mit einer dichten Versorgungslage lebt. Dasselbe gilt natürlich auch, wenn man zum Arzt möchte, ist es natürlich eklatant wichtig, dass es überhaupt einen Arzt gibt. Und das versucht der Begriff Mobilität zu fassen. Was der Begriff natürlich nicht versucht zu fassen, ist, wie Mobilität durchgeführt wird. Das heißt, zum Beispiel der Begriff E-Mobilität, der ist in diesem Zusammenhang eigentlich irreführend und eigentlich auch nur Greenwashing, weil E-Mobilität tatsächlich sich ja eigentlich mit was anderem beschäftigt. Und es beschäftigt sich nämlich mit dem Antrieb eines Fahrzeuges und ist eigentlich auch auf der Transportebene zu betrachten, wie der Transport durchgeführt wird. Also es hat quasi in dem Sinne auch wirklich nur was mit Greenwashing zu tun. Und die Möglichkeit, warum das gemacht wird, ist natürlich, weil der Begriff Mobilität in der Regel eine positive Begriffsbesetzung ist. Das ist mit Verkehr nicht so. Verkehr klingt natürlich in erster Sinne nach Stau, und Transport haben wir in der Regel haben wir keine Verbindung zu, was es konkret ist. Okay, das zu den Begriffen. Also Transport, wie gesagt, ist etwas, geht es um die Transportart, die wir dabei haben. Also sind es Personen, Güter oder Informationen. Im Verkehr geht es darum, womit wird das Ganze transportiert. Und in der Mobilität geht es eigentlich vordergründig um den Zweck, der damit erfüllt wird. Kommen wir zu dem Bereich, wo wir eigentlich stehen im Verkehr. Dazu möchte ich euch einmal mit dem Modal Split erklären, die Verkehrszwecke erläutern, die wir in den Daten sehen, den Energieverbrauch, den wir derzeit in Deutschland im Verkehr haben, und welche Kosten das bei uns verursacht. Zuerst zum Modal Split. Der Modal Split nimmt die Modi, also die wir aus dem Verkehr schon kennen, und zeigt, welche Verkehrsleistung mit welchem Modus erbracht wird. Die Verkehrsleistung ist im Personenverkehr und Güterverkehr unterschiedlich gemessen. Im Personenverkehr ist es in Personenkilometer, das heißt, wenn eine Person 10 Kilometer zurücklegt, sind das 10 Personenkilometer. Oder wenn 10 Leute 1 Kilometer zurücklegen, ist es entsprechend auch 10 Personenkilometer. Im Güterverkehr ist das Ganze nicht mit Personen, sondern mit der Masse, die transportiert wird, also in Tonnenkilometer. Die Daten stammen aus dem Werk Verkehr in Zahlen. Der wird jedes Jahr von dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur veröffentlicht und ist quasi das statistische Werk, in dem man sehr leicht nachschauen kann, wo wir im Verkehr eigentlich stehen. Man sieht in den Daten zum Beispiel beim Güterverkehr, dass 2009 die globale Finanz- und Wirtschaftskrise dazu geführt hat, dass der Güterverkehr deutlich zurückging im Vergleich zum Vorjahr. Man sieht aber natürlich auch, dass es ein Jahr später schon wieder kompensiert wurde und dann 3 Jahre später wieder normal anstieg. Jetzt ist es so, dass in dem Bereich der Verkehrswende wir natürlich die Informationen nicht erst jetzt haben, dass wir im Bereich des Klimas Probleme haben, sondern wir wissen ja eigentlich schon sehr lange, dass wir was verändern müssen. Das heißt, diese 25 Jahre, die hier in den Daten abgedeckt werden, hätten theoretisch auch schon zeigen können, dass wir was im Verkehr verändern. Es zeigt sich allerdings nicht. Das heißt, wir stehen natürlich an dem Punkt, wo man sagen kann,
trotz Wissen haben wir sehr, sehr lange nichts getan und das deckt sich natürlich auch mit unserem Verhalten, also unserem gesellschaftlichen Verhalten zur Klimakrise. Man sieht auch, dass im Personenverkehr die überwiegende Verkehrsleistung durch das Auto erbracht wird. Und dass das Flugzeug sogar relativ wenig ist, auch wenn es über die Jahre immer weiter angestiegen ist. Und dass die Bahn ihren Anteil leicht steigern konnte, während er bei den Öffis relativ konstant ist. Und bei den im Güterverkehr sieht man natürlich, dass das meiste im LKW passiert ist, also die meiste Steigerung. Und dass, wenn man die Daten relativ sieht, natürlich die Bahn ihren Zuwachs, den sie zwar in den absoluten Daten hat, relativ nie einen Zuwachs in der Verkehrsleistung erfahren hat. Dasselbe kann man auch beim Verkehrszweck beobachten. Das ist wieder in Personenkilometern und bei diesen Daten ist wieder, also aus den Verkehr in Zahlen, allerdings sind die Daten unter den Jahren schwer zu vergleichen. Das liegt daran, dass die Erhebungsmethode relativ kompliziert ist und sie manche Jahre auch wechseln, methodenbedingt. Und entsprechend sieht man zum Beispiel, dass der Reisezweck begleiten erst ab dem Jahr 2003 erfasst wurde. Und man sieht auch im Jahr 2017, dass es eine deutliche Schwankung in den Daten gibt. Und das liegt in der Erhebung. Das heißt, bei einem Vergleich der Daten mit etwas Vorsicht umgehen. Aber was man zum Beispiel sehr schön sieht, ist, wie stark der Dienstreiseanteil gestiegen ist. Und aktuell ist immer noch die Corona-Krise und viele Sachen haben wir angefangen von zu Hause aus zu machen. Das heißt, wir haben an dieser Stelle tatsächlich auch einen Wandel in unserem Verhalten erfahren. Und wir werden das dann später, wenn die Corona-Krise vorbei ist und wenn die Daten fortgeführt sind, werden wir erkennen, ob wir tatsächlich ein Verhalten daraus ableiten können, eine Änderung des Verhaltens oder ob das Jahr 2020 nur ein statistischer Ausreißer sein wird. Ich hoffe natürlich nicht auf Letzteres, bin persönlich aber etwas skeptisch an dieser Stelle. Man sieht auch, dass der Freizeitverkehr relativ viel Platz einnimmt und der Urlaubsverkehr relativ wenig. Man muss dazu wissen, dass der Urlaub gilt quasi ab 5 Tage. Das heißt, wenn man 5 Tage lang Freizeit genießt, ist das per Definition in der Statistik ein Urlaubszweck. Man kann zu den Daten generell sagen, dass man darin ableiten kann, was mit welchen hauptsächlichen Verkehrsmitteln durchgeführt wird. Die habe ich jetzt hier zur Übersichtlichkeit erstmal weggelassen und kann aber grob dazu sagen, dass die meisten Fahrten ohne Auto finden in der Ausbildung statt, was natürlich nachvollziehbar ist, weil Menschen, die sich in der Ausbildung befinden, die Gruppe ist, die natürlich relativ jung ist und noch nicht die Finanzmittel hat, sich ein Auto leisten zu können. Entsprechend sind die häufiger auf die Öffis angewiesen. Der Bereich, wo die meisten Fahrten mit dem Auto stattfinden, ist dem gegenüber das Begleiten. Begleiten meint, dass man zum Beispiel Kinder zum Kindergarten bringt. Das heißt, der eigentliche Verkehrszweck ist das Begleiten des Kindes zum Kindergarten. Dort finden die überwiegenden Fahrten mit dem Auto statt, zum Beispiel im Vergleich zur Ausbildung. Und das ist auch nachvollziehbar, weil die Eltern natürlich ihre Kinder möglichst sicher dahin bringen wollen. Ob das jetzt für die Verkehrswende gut ist, ob das für uns als Gesellschaft gut ist, steht nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben. Der größte Ausreißer, mit welchem Verkehrsmittel was stattfindet, ist der Urlaub, weil das findet natürlich zum überwiegenden mit dem Flugzeug statt, während der Rest eigentlich mit dem Flugzeug relativ wenig ist. Genau. Soviel zu diesen Daten. Wenn wir also quasi in der Verkehrswende an dieser Stelle auch was verändern wollen, dass wir weniger Verkehrsleistung haben, könnte man sich natürlich überlegen, welche von diesen Zwecken tatsächlich verlagerbar sind auf andere Aktivitäten. Oder möglicherweise sogar auf andere Verkehrsträger. Kommen wir nun zu dem Energieverbrauch, mit dem wir das Ganze bekommen. Der Großteil der Energie wird im fossilen Bereich erbracht. Das ist entsprechend Erdöl und Erdgas.
Und der erneuerbare Bereich ist vor allem das, was im Stromsektor verbraucht wird. Und das ist natürlich überwiegend der Bahnverkehr, wenn er mit Oberleitung fährt. Das heißt, diese 6% erneuerbare Energie, die wir da drin sehen, die stammen natürlich überwiegend aus dem Öffi-Bereich und nicht aus dem motorisierten Individualverkehr. Diese Daten, die stammen von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, auf die sich auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie stützt. Und das Ministerium hat für das Jahr 2020 und für das Jahr 2050 zwei Ziele ausgegeben, in der sie den Verbrauch der Energie reduzieren möchte. Die Basis dazu ist das Jahr 2005. Ihr könnt hoffentlich den kleinen blauen Balken darin erkennen. Und die minus 10% beziehen sich quasi auf das Jahr 2005. Das heißt, dieses Ziel für 2020, 10% weniger Energie zu verbrauchen, das ist vielleicht sogar drin, aufgrund des Lockdowns, den wir erlebt haben. Muss aber nicht so sein, weil Menschen gerne überkompensieren, wenn sie danach das wieder genießen können. Ob die 40% für das Jahr 2050 erreicht werden, das werden wir dann in 30 Jahren sehen. Kommen wir nun dazu, was uns das Ganze in der Gesellschaft kostet. Die Daten, die hier hinterlegt sind, sind einmal finanziert worden von der Allianz der Schiene und vom Fahrgastverband Pro Bahn, die sich konkreter einmal mit dem Bundesbudget auseinandergesetzt haben. Das sind das, was hier unter Einnahmen und Ausgaben läuft. Und einmal in der Studie von dem Fahrgastverband Pro Bahn haben sie sich angeschaut, was für externe Kosten dabei eigentlich entstehen durch diese einzelnen Verkehrsträger. Die Einnahmen, das sind zum Beispiel bei dem Straßenverkehr sowas wie Kfz-Steuer, Mineralölsteuer, wenn sie denn erhoben wird. Und in den Ausgaben sind viele Dinge drin, die natürlich nicht unbedingt im selben Topf verankert sind in dem Budget, sondern da ist zum Beispiel sowas drin wie die Verkehrspolizei, die sich um die Einhaltung der Regeln im Straßenverkehr kümmern. Und Großteil sind natürlich viele der Ausgaben auch auf Länder- und Kommunenebene und nicht unbedingt auf Bundesebene. In den externen Kosten sind vorwiegend drin Umweltschäden, Unfallschäden, Sozialversicherungsschäden, die häufig aus einem Unfall resultieren, Lärmbelästigung oder Luftschadstoffe, die in irgendeiner Weise kompensiert werden müssen. Man sieht hier in diesen Zahlen sehr schön, dass sämtliche Infrastruktur Kosten verursacht und das ist natürlich nachvollziehbar, weil Infrastruktur generell eine gesellschaftliche Ausgabe ist. Das heißt auch nicht nur eine Ausgabe, sondern auch eine Aufgabe. Wir als Gesellschaft profitieren davon, dass es eine Infrastruktur gibt, die wir nutzen können. Und die muss entsprechend durch die Gesellschaft natürlich auch finanziert werden. Man sieht aber auch hier drin, dass es keine Kostengerechtigkeit gibt, im Sinne von, das ist zum Beispiel eine wesentliche Forderung für die Verkehrswende, dass eine sogenannte Kostenwahrheit im Verkehr vorherrscht. Das ist schon eine sehr alte Forderung, die ist nicht besonders neu, die gibt es auch schon seit den 90er Jahren. Wenn man diese Zahlen vergleicht, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zum Beispiel ist im Luftverkehr und in der Schifffahrt nicht die Verkehre in den Daten drin, die Deutschland verlassen. Das heißt zum Beispiel im Luftverkehr sind nur die innerdeutschen Flüge vorhanden und in der Schifffahrt sind auch nur die Binnenschiffe enthalten und zum kleinen Teil Hafengebühren von der Hochseeschifffahrt. Aber es ist natürlich nicht die externen Kosten, die durch die Hochschifffahrt verursacht werden. Kommen wir nun zu Phänomenen, die dazu geführt haben, dass wir in der Situation sind, in der wir gerade sind. Also, dass wir de facto im Verkehr ersticken, im gewissen Grad.
Genau, dazu eine kleine Anekdote zu diesem Bild. Dieses Bild ist in Kopenhagen aufgenommen und gibt es die Geschichte, dass der Bürgermeister von Kopenhagen einmal gefragt wurde, wie er denn die ganze Fahrradinfrastruktur finanziert habe. Woraufhin er antwortete, dass er die Frage nicht verstehe, weil die Stadt fast bankrott war und der Fahrradverkehr die billigste Option war, die er sich vorstellen konnte. In dem Phänomen möchte ich euch gerne drei konkrete nennen. Ich möchte euch einmal nochmal den Rebound-Effekt ins Gedächtnis rufen. Ich möchte da einen speziellen Fall, den indizierten Verkehr, erläutern und am Ende euch noch das Konzept der Reisezeitkonstanz erklären. Kommen wir zum Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt ist schon relativ alt, wurde schon häufiger beschrieben und beschreibt eigentlich, dass man eine Erwartung hat, die sich am Ende als Trugschluss erweist und eigentlich das Gegenteil von dem eintritt, was man sich erhofft hat. Zum Beispiel im Autofahren ist es so, dass man, dass PKWs in den 90er Jahren zu groß motorisiert waren und einen hohen Energieverbrauch hatte, also wollte man effizientere Motoren haben. Hat man auch entwickelt, ging ingenieurstechnisch umzusetzen. Und das führte dazu, dass es sehr günstig wurde, überhaupt mit dem Auto zu fahren. Und dadurch entwickelte sie sich natürlich, dass man mehr fahren konnte und ist auch mehr gefahren. Dasselbe gilt natürlich auch für schwerere Fahrzeuge und so weiter. Dieser Rebound-Effekt, der ist schon sehr fundamental, wurde zum ersten Mal beschrieben von einem gewissen Herrn Jevon. Deswegen wird es im englischsprachigen Raum auch Jevons Paradox genannt und zeigt eigentlich ein Grundproblem, wie wir Menschen auf unseren Umstand reagieren, den wir haben. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel das E-Auto. Das E-Auto an für sich kann eine gute Lösung sein. Es ist jedoch, so wie wir darauf reagieren, kann das auch genau den gegenteiligen Effekt haben. Zum Beispiel werden wir, wenn wir ein E-Auto fahren, ein relativ gutes Gewissen haben, dass keinerlei Schadstoffe entstehen. Zumindest nicht die Schadstoffe an dem Ort, wo wir mit dem Auto fahren, weil mit dem aktuellen Strommix natürlich trotzdem CO2 erzeugt wird, aber halt nicht an der Stelle, wo wir mit dem Auto fahren. Das heißt, mit dem E-Auto könnte man unter Umständen, wenn der Strommix stimmt, tatsächlich das CO2-Problem lösen. Was man mit dem Auto aber nicht löst, ist den Platz, den das Auto verbraucht. Das heißt, insbesondere in Städten gibt es einen großen Platzbedarf für den Straßenverkehr, den man mit diesem Auto genauso verbraucht. Das heißt, ein E-Auto wird das Problem in der Stadt eigentlich nicht lösen an dieser Stelle. Das E-Auto könnte auf dem Land helfen. Es ist natürlich so, dass wenn auf dem Land alle Leute auf ein E-Auto umsteigen, haben wir natürlich trotzdem ein Problem, weil die Energiemengen, die wir dafür bräuchten, natürlich nicht aus regenerativen Energien in der Geschwindigkeit hergestellt oder erzeugt werden können. Deswegen ist es ein Trugschluss, wenn man das E-Auto fordert, dass das unsere Probleme tatsächlich löst an dieser Stelle. Es kann zu einer Milderung führen, aber dazu müssen natürlich die umgebenden Bedingungen auch dazu passen und es muss mit Bedacht eingesetzt werden. Ein Spezialfall von dem Rebound-Effekt ist der sogenannte indizierte Verkehr und den versuche ich euch hier mal zu erläutern. Stellt euch zwei Städte vor, die mit einem Verkehrsweg verbunden sind. Mit welchem Transportmodus das Ganze stattfindet, ist letztendlich egal. Ich habe hier in diesem konkreten Darstellung habe ich den MIV verwendet. Es funktioniert aber genauso mit Bahnverkehr oder dem öffentlichen Verkehr. Wenn jetzt dieser Verkehrsweg existiert, dann passiert nach einer gewissen Zeit das hier, nämlich ein Stau. Das heißt, irgendwann mal, insbesondere zu den Stoßzeiten, also in der Frühspitze oder in der Nachmittagsspitze, wird sich ein Stau formieren. Und nach Jahren wird es natürlich irgendwann mal den Ruf geben, dass das so nicht weitergehen kann und dass man eine größere, neuere oder eine breitere Straße braucht. Also wird wahrscheinlich eine neue Verbindung gebaut. Also nachvollziehbar ist es auf jeden Fall. Das Problem ist nur, dass nach wenigen Jahren wir wieder Stau haben und erneut der Ruf nach einer größeren und breiteren Straße erfolgt. Und jetzt könnt ihr euch denken, was danach passiert.
Es wird natürlich wieder zum Stau kommen. Herr Godewert hat das sehr schön zusammengefasst, und zwar, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Und das bezieht sich im Wesentlichen darauf, wenn man ein Angebot schafft, wird sich auch eine Nachfrage einstellen. Und der Stau ist letztendlich das Gleichgewicht, was sich in der frühen Nachmittagsspitze einstellen wird. Und jetzt ist es so, als Mensch müsste man wahrscheinlich den Stau akzeptieren an dieser Stelle, und es fällt uns allerdings sehr schwer. Und an dieser Stelle muss man natürlich auch wissen, dass wir natürlich da gegen uns selbst kämpfen. Das heißt, im Sinne von, wir haben eine gebaute Umwelt, an der wir uns orientieren. Und wenn wir nur mehr bauen, erreichen wir nicht unbedingt mehr. Kommen wir nun zur Reisezeit. Konstanti, das noch etwas besser verdeutlicht. Es wird so ein bisschen gestritten, wie hoch die Reisezeit Konstanz an der tatsächlich ist. In der Quelle, die ich hier aufgeführt habe, waren es 70 plus minus 10 Minuten. Ich kenne auch Zahlen, dass es in Deutschland eher bei 90 Minuten liegt. Die Idee hinter dem Reisezeitbudget ist es, dass wir ein sogenanntes Zeitbudget am Tag haben, also die 24 Stunden, und die entsprechend aufteilen, dass wir, wie wir sie nutzen wollen. Und dass wir von den 24 Stunden ein paar Minuten für den Schlaf aufwenden, für soziale Aktivitäten und so weiter und entsprechend halt auch für den Verkehr oder für den Transport, um zwischen Orten hin und her zu kommen. Und das funktioniert folgendermaßen. Angenommen, wir haben uns in unserer Situation eingeführt, dann haben wir irgendwann mal das Bedürfnis, dass es doch ein bisschen schneller gehen könnte. Das heißt, eigentlich wünschen wir, dass es Querverbindungen gibt und dass es direktere Wege gibt. Aber an dieser Stelle liegen wir einem Trugschluss. Und zwar nicht die Orte sind fix, zu denen wir unsere Zeit verbringen, sondern die Zeit, die wir in unserem Reisezeitbudget allokieren. Das heißt, was passiert mit der Zeit? Wir orientieren uns um und suchen uns einen neuen Ort, wo wir wohnen können, wo wir arbeiten können, wo wir Freizeit verbringen oder wo wir uns versorgen können. Das heißt, es entsteht so eine Art Zentrifugaleffekt, dass die Dinge nach außen getrieben werden, wenn wir schneller von A nach B kommen. Es gibt ein schönes Beispiel, zum Beispiel zwischen Wolfsburg und Berlin, dass jetzt immer mehr Menschen, die in Wolfsburg bei VW arbeiten, mit dem ICE dahin pendeln und in Berlin leben können. Das heißt, die schnelle ICE-Verbindung hat ermöglicht, dass Menschen in Berlin leben und trotzdem in Wolfsburg arbeiten. Ohne diese ICE-Strecke müssten die Menschen ihr Verhalten umorientieren, und entsprechend hat das natürlich auch Konsequenzen. Das heißt, wir als Gesellschaft haben uns natürlich auch daran gewöhnt, das zu machen, und wir haben unseren Fortschritt im Sinne von, dass wir mehr Fläche überstreifen können in derselben Zeit, daran haben wir uns gewöhnt. Ob dieser Wohlstand, der mit sehr viel CO2 erkauft wurde, der Wohlstand ist, nachdem wir uns orientieren sollten, das steht nochmal auf einem anderen Blatt, und das ist ein großer Teil der Diskussion, die in der Verkehrswende geführt wird. Kommen wir zum Fazit. Und in dem Fazit möchte ich euch hier nochmal ganz kurz zeigen, was die Verkehrswende konkret meint. Die Abbildung ist die Abbildung von der Bürgermeisterin von Paris, die mit der Verkehrswende in den Wahlkampf gestartet ist und entsprechend auch wiedergewählt wurde. Und da geht es darum, dass man den Verkehr, den wir haben, vor allem von den schwächeren Teilnehmern ausdenkt und nicht von den Autos her. Dafür brauchen wir natürlich aber eine Diskussion. Also wie viel Verkehr ist genug? Weil die Konsequenz aus dem induzierten Verkehr und aus der Reisezeitkonstanz heißt eigentlich, dass wir immer mehr wollen. Und diese Diskussion, die wird uns nicht erspart bleiben. Wenn wir diese Diskussion nicht führen, wird die Verkehrswende nicht kommen. Genauso gut brauchen wir aber auch politische Instrumente, weil wir nämlich zwischen Individuum und Gesellschaft haben wir natürlich ein Problem. Wir als Individuum können uns natürlich sagen, okay, wir versuchen nur noch per Fahrrad, Öffis und zu Fuß unterwegs zu sein. Aber wir haben natürlich eine gewachsene gesellschaftliche Struktur, in der wir uns orientieren. Und diese Struktur, die können wir aber tatsächlich beeinflussen über mehrere Jahre. Das heißt, wir können unser Verhalten mit Pull- und Push-Faktoren natürlich steuern. Und dazu brauchen wir natürlich ein paar Instrumente. Das heißt, aus dem Kosten
kann man ableiten, dass wir eine gewisse Kostenwahrheit im Verkehr brauchen. Das heißt, es gibt Gütegründe, eine Pkw-Maut einzuführen, um auch externe Kosten in den Verkehr zu internalisieren. Man könnte, wenn man die Diskussion über den Verkehr geführt hat, irgendwann mal zu dem Punkt kommen, dass wir eigentlich genügend Fläche für den Verkehr gewidmet haben und dann argumentieren, okay, kein Quadratmeter mehr, wir kommen jetzt mit der Fläche aus, die wir haben. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass wir immer noch umbauen können und verändern können, aber wir können halt einfach nicht mehr Fläche versiegeln. Hätte den Vorteil, dass wir uns selbstständig Regeln schaffen, wie wir uns mit der Reisezeitkonstanz und dem induzierten Verkehr anders umgehen können. Und der wesentliche Punkt ist eigentlich, dass wir versuchen, den Umweltverbund zu stärken, also dass wir die Straße aus der Sicht des Fußgängers vor allem gestalten. Da kommt häufig das Gegenargument, dass das nichts für den ländlichen Raum ist. Und dem würde ich entgegenhalten, obwohl die Verkehrsrevolution in den Städten eigentlich startet, ist es besonders wichtig, die natürlich auch auf das Land hinauszutragen. Weil der Trend, immer mehr MIV, also Autoverkehr, zu verwenden im ländlichen Raum, der wird anhalten. Und entsprechend wird immer mehr Energie in diesem Bereich auch verbraucht werden. Und gerade da müssen wir den öffentlichen Verkehr stärken und besser gestalten und auch pragmatisch gestalten, damit Menschen überhaupt das Angebot haben und das wahrnehmen können. Und nur wenn wir quasi die Revolution, die in den Städten startet, auch in den ländlichen Raum hinaustragen können, besteht eine Chance, den Verkehr nachhaltig zu gestalten. Und dazu nochmal der Appell, die Probleme haben wir heute und wir können sie unschwer mit der Technik von morgen lösen. Lasst uns doch die Probleme von heute mit den Lösungen von heute beginnen. Als letztes noch eine kleine Zusammenfassung. Ich habe euch die Reisezeitkonstanz erläutert, den induzierten Verkehr und den Rebound-Effekt. Und das ist tatsächlich das Problem, mit dem wir Menschen uns messen müssen. Und wesentlich ist, dass wir die Mobilität erhalten, aber den Transport härter und langsamer und unangenehmer machen. Dabei werden wir natürlich Entzugserscheinungen haben, weil wir in der Gesellschaft natürlich darauf angewiesen waren bisher. Und der Wandel wird nicht ganz ohne Probleme in unserer Alltagsgesellschaft vonstatten gehen. Aber dasselbe haben wir natürlich auch in der Corona-Krise durchgemacht. Das heißt, der Wandel ist möglich und die Möglichkeitsräume machen sich da ja auch auf. Und das muss nicht unbedingt zu unserem Nachteil sein. Wer sich mehr mit dem Thema Verkehr und Mobilität auseinandersetzen möchte, letztes Jahr ist ein Mobilitätsatlas des VCD, also des Verkehrsclubs Deutschland, erschienen, der das nochmal einen sehr, sehr schönen Rundumschlag über dieses Thema und Mobilität insbesondere gibt. Damit möchte ich euch danken für eure Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Diskussion zum Thema Mobilität und Verkehr. Und ich hoffe, ihr wisst nun, warum es wesentlich ist, dass wir uns in diese Debatte mit einbringen werden.